Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide für ein Rätsel präsentieren. Und zwar geht es um die Zeitvergoldung und das ist ein schicker goldener Gürtel mit einer Uhr droben drauf, die ihr dann als Transmog-Vorlage freischalten könnt und dementsprechend für alle Rüstungsklassen einmal transmogbar ist. Wie wir die erhalten, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar müssen wir wieder allerhand Rätsel lösen. Und bevor wir das machen können, müssen wir aber einen kleinen Vorstep erledigen. Und zwar brauchen wir das Pet hier. Und zwar das schimpft sich das Baal. Und das ist auch schon wieder ein Rätsel mit um die 20 Steps. Sprich, das müsst ihr davor gemacht haben. Hab ich natürlich gemacht und habt auch ein Video gebastelt. Und für dieses Baal-Pet braucht man wieder ein anderes Pet, das schimpft sich Una, die man aufrüsten muss. Ist auch wieder ein eigenes Rätsel mit X Steps. Und da habe ich auch schon ein Video gemacht. Sprich, wenn ihr das Ganze jetzt hier mitmachen wollt, solltet ihr euch vorher Baal holen. Und bevor ihr euch Baal geholt habt, müsst ihr euch Una holen. Sprich, da gehen schon ein paar Rätsel voraus, die ihr machen müsst. Werde ich euch aber unten verlinken. So, solltet ihr Baal am Start haben, könnt ihr hier einmal einsteigen, wo wir jetzt sind. Und zwar, wir befinden uns hier in Draenor und zwar in den Spitzen von Arrak. Und dort befinden wir uns vor der Fünfmann-Instanz. Und zwar etwa bei den Koordinaten 35, 32. Und dort können wir nämlich hier hochlaufen. Und da steht der Lexi schon. Und da haben wir nämlich einmal hier so einen kleinen Bottich und den können wir dann anklicken. Mit dem interagieren wir einfach. Können hier quasi so einen kleinen Brief lesen. Und können dann dementsprechend zum nächsten Step weitergehen. Ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir am zweiten Punkt. Und zwar sieht es jetzt hier wie Everbloom aus. Aber nein, wir sind einmal hier in SW. Und zwar kann ich das euch auf der Karte auch mal zeigen. Hier im Wald von Elwynn quasi ein bisschen außerhalb der SW-Karte. Und dort sind wir, schauen wir mal, bei den Koordinaten 42, 75. Das ist hier quasi hier oben in den Bergen. Hier unten sieht man den Magier Tower. Und dort im Gestrüpp ist hier was Rotes, was wir anklicken können. Seltsamer Samen schimpft sich das Ding. Und ja, das gibt uns quasi den nächsten Hinweis. Diesmal Hemmnis unten steht da. Gut. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter zum nächsten Hinweis. So, dann kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar sind wir wieder zurück in den Spitzen von Arrak. Diesmal relativ weit oben. Und zwar auf den Koordinaten 53, 10, 53, 11. So in die Richtung. Und dort haben wir jetzt, hier ist der Wasserfall und da geht es zum nächsten runter. Und hier in der Mitte haben wir zwei so Steine. Und da ist ein kleiner winziger Frosch drauf. Und den sieht man echt richtig schlecht. Das ist nämlich das Tier, das hier oben drauf ist. Jetzt seht ihr das. Da ist der winzige Frosch auf dem ein bisschen höheren Stein. Und den klicken wir jetzt mal an und bekommen quasi unseren nächsten Hinweis. Geistige Show. Und da müssen wir jetzt dann als nächstes hin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Hinweis. Dann sind wir einmal am vierten Punkt. Und zwar diesmal jetzt im Schergrat, hier einmal in der Scherbenwelt. Und zwar sind wir bei den Koordinaten 33, 58 hier oben. Und wenn ihr dort seid, dann müssen wir einmal ein bestimmtes Gebilde finden. Also ihr seht, wir sind hier relativ am Rand. Und zwar müsst ihr hier runterfliegen, wo diese Erdhaufen sind. Es sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof. Und hier haben wir zwar einen großen und einen kleinen, der zusammen quasi so zusammengefallen sind. Und hier unten an dem Ding dran ist ein kleiner Knochen und diesen Knochen müssen wir anklicken. Wir gehen jetzt mal ein bisschen näher ran. Hier seht ihr den Knochen, der liegt quasi am Kristall dran. Den klicken wir an und dann haben wir quasi einmal den nächsten Hinweis. So, dann sind wir am fünften Punkt und zwar wieder einmal zurück in den Spitzen von Arrak. Diesmal hier ein bisschen mittiger auf den Koordinaten 67, 41. Und wenn wir hier sind, sind wir so im Akora-Lager. Und hier ist so ein quasi so eine Eckwand, die noch steht und dort haben wir so einen Topf, der glitzert und an der linken Kerze ist hier unten so ein kleine, ja, so eine kleinere Kerze dran und die müssen wir anklicken. Das ist nämlich unser quasi nächster Hinweis. Und ja, dann würde ich sagen, switchen wir zum nächsten. So, dann kommen wir zum sechsten Schritt und zwar sind wir jetzt im Schattenmontal auf Draenor und zwar hier bei den Koordinaten 45, 25 in dem Lager hier. Und dort haben wir ja ein Feuer und an dem Feuer ist hier ganz außen ein
ja, ein komischer Becher und den können wir anklicken und das ist quasi dann unser nächster Hinweis und ja, dann schauen wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir zum siebten Schritt und zwar sind wir jetzt nochmal im Schattenmondtal, aber nicht in dem von Draenor, sondern wir sind jetzt quasi in dem von der Scherbenwelt und da sind wir relativ in der Mitte bei den Koordinaten 50, 43 und hier ganz, ganz oben an dem großen Berg und ihr solltet quasi hier auf den Berg zufliegen. Hier quasi so, wenn ihr reinkommt ins Gebiet, direkt drauf zufliegen und dann hier rein und dann habt ihr nämlich hier unten einen ja, interessanten Stein und das ist quasi unser nächster Hinweis. Wenn ihr nämlich hier ein bisschen zu weit reinfliegt, habt ihr das Problem, dass ihr nichts mehr seht, weil hier diese grüne ja, Masse euch alles verdeckt. Also wir klicken den an und ja, haben unseren nächsten Hinweis und können dann einmal wieder weiter. Dann sind wir am achten Punkt und zwar einmal hier in den Sümpfen des Elends. Einmal hier auf der Karte zum Anzeigen und zwar ist es hier unten Sümpfe des Elends und dann auf den Koordinaten 58, 31. Und dort unten haben wir dann hier so einen Baum. Und in dem Baum drin, hier am Boden, ist ein Pilz. Und ja, den müssen wir anklicken und haben quasi dann den nächsten Hinweis erhalten. Dann sind wir beim neunten Punkt und zwar einmal in den östlichen Pestländern. Und dort sind wir einmal bei den Koordinaten 24, 77 hier unten an so einer Krypta. Und in diese Krypta müssen wir auch rein. Und zwar sind da ein paar Knochen, die auf einem Sarg liegen. Jetzt habe ich so einen komischen Troll gepult, weg mit dir. Und da auf dem Sarg quasi liegt unser nächster Hinweis drauf. Und ja, dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir beim zehnten Punkt. Und zwar einmal jetzt hier bei Karasan. Und ja, hier unten direkt nebendran und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 41, 75 und dort haben wir hier so eine kleine Kapelle und in der Kapelle haben wir ein Buch drin und zwar müssen wir jetzt hier einmal durch und hier dieses Buch anklicken und damit haben wir einmal unseren zehnten Hinweis eingeheimst. Dann sind wir jetzt am elften Punkt angelangt und zwar sind wir jetzt einmal hier, wie ihr seht, im Blackrock. Und dort kommt ihr quasi, ja, hier über die brennende Steppe von oben ran. Und wenn ihr hier im Blackrock drin seid, dann ist es hier so, dass ihr einmal zu den Portalen hier müsst. Hier gibt es nämlich obere Schwarzfellspitze und untere Schwarzfellspitze. Und dort müssen wir jetzt einmal reinfliegen. Und zwar, hier kommen wir rein, hier nach oben. Früher war ja hier schon der Instanzeingang. Und jetzt ist es aber hier ein bisschen gesplittet. Und an der Laterne vorbei. Hier haben wir die untere Schwarzfellspitze. Und hier links müssen wir reinlaufen. Da haben wir ein kleines Lagerfeuer. Und am Lagerfeuer haben wir quasi einen Fisch. Und das ist unser nächster Hinweis. Den müssen wir anklicken. Und sobald wir den angeklickt haben, ja, können wir weiter. Dann kommen wir jetzt zum zwölften Punkt. Und zwar sind wir jetzt hier einmal im Dämmerwald. Und zwar hier auf den Koordinaten 52, 61, hier relativ mittig. Und hier haben wir so ein paar Ruinen. Und bei den Ruinen müssen wir quasi an die hin, wo so ein Brett liegt. Und hier unten haben wir dann noch so ein kleineres Brett. Und das müssen wir anklicken. Und zwar raues Brett heißt das. Das klicken wir an. Und ja, wir sind mit dem 12. auch fertig. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 13. Und zwar sind wir jetzt einmal im Vorgebirge des Hügellands. Und zwar auf den Koordinaten 45, 26 hier oben. Und dort haben wir quasi dieses Rathaus und da wollen wir jetzt reinfliegen. Und gleich am Anfang liegen hier so Knochen und bei den Knochen liegt hier ein verlorener Ring. Und das ist unser nächster Hinweis. Den klicken wir an und dann geht's weiter. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 14. Und zwar sind wir jetzt im Ödland, auch wenn es nicht so aussieht. Denn wir sind hier ganz unten am Rand bei den Koordinaten 90, 36. Und dort müssen wir dann einmal hier in das Gasthaus rein von den Goblins. Und wenn wir da reinfliegen, haben wir da so eine Sau. Und hinter der Sau liegt ein vergammelter Apfel. Und das ist quasi dann unser nächster Hinweis. Und ja, damit können wir weiter. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 15. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in den verwüsteten Landen. Hier oben bei den Koordinaten 36, 27. Und ja, hier haben wir so ein paar nette Statuen. Und hier unten liegt quasi an einer Statue unten an dem Sockel, bei
bei diesen Totenköpfen einen Zahn dran, und zwar ein abgebrochener. Und das ist quasi unser nächster Hinweis. Und ja, dann können wir damit weiter. Dann kommen wir zu Nummer 16. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in der brennenden Steppe. Hier oben bei den Koordinaten 27, 47. Und dort haben wir dann hier so ein paar Knochen liegen. Und dort liegt dann ein Skelett. Und oben am Skelett müssen wir einen abgetragenen Helm anklicken. Und wenn wir den angeklickt haben, haben wir quasi den nächsten Hinweis erfüllt. Dann kommen wir zu Nummer 17. Und zwar sind wir jetzt einmal im Nordendalaran. Und dort sind wir hier unten im Park bei den Koordinaten 22, 42, 20, so hier unten. Und dort sind wir in einem von diesen Blumentrögen. Und hier haben wir den nächsten Hinweis, und zwar ein grünes Blatt. Und das klicken wir mal an. Und damit haben wir den nächsten Hinweis erfolgreich angeklickt. Dann kommen wir zum Punkt Nummer 18. Und zwar sind wir jetzt einmal in den Wäldern von Terokar. Und wie ihr schon sehen könnt, hier beim auch hin unten. Und zwar bei den Koordinaten 39, 67. Und hier müssen wir dann einmal in das Schattenlabyrinth reinfliegen. Das ist das einzige, wo ein Tor hat, quasi. Und mittlerweile braucht ihr da keinen Schlüssel mehr. Also keine Sorge, könnt ihr einfach so rein. Und hier haben wir dann links ein Zelt. Und im Zelt ist ein Korb. Und im Korb ist dann ein muffiger Stoffballen. Und das ist quasi unser Hinweis. Den klicken wir an und können dann weiter. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 19. Und zwar sind wir jetzt einmal hier im Schattenhochland. Hier zeige ich euch das Schattenhochland und dann ganz hier unten im Eck bei den Koordinaten 17, 58, und dort müsst ihr euch so ein Geländer hier suchen, dann zwei Bäume und quasi am zweiten Pfosten von links ist hier ein Item, eine zerbrochene Schrifttafel, die klicken wir an und damit haben wir dann den nächsten Hinweis und können dann quasi weiter. Dann sind wir jetzt beim 20. Punkt, und zwar sind wir einmal in Ferallas bei den Koordinaten 60, 67, und zwar hier unten. Und dort haben wir hier so zwei Kessel bzw. Schlachtbänke bei Ogern. Und da haben wir in der Nähe eine kleine Fackel, eine ausgebrannte. Und das ist quasi unser 20. Hinweis. Den klicken wir an. Und ja, dann können wir weiter. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 21. Und zwar müssen wir jetzt einmal shoppen gehen oder einen Schneider aufsuchen, denn wir brauchen insgesamt vier Gear-Items. Und zwar habe ich mir die jetzt schon mal besorgt. Einmal die Windwollkapuze, dann brauchen wir Todesseidenschultern, dann die Netherstofftunika und frostgewirkte Gamaschen. Das sind die vier Items, die wir brauchen. Und zwar können wir die alle einfach im Auktionshaus kaufen. Sprich, könnt ihr die einmal hier suchen oder dementsprechend euch die schneidern lassen. Wichtig ist, ihr seht, es gibt hier auch blaue bzw. eine grüne Version. Ihr braucht auf jeden Fall die grüne Version. Wenn ihr die blaue habt, funktioniert es nicht, ja? Also wichtig, nicht die blaue kaufen, die geht nicht. Holt euch die grüne Version. Und von den Items gibt es hier teilweise ja auch verschiedene Varianten mit Stats, das ist aber egal, ihr braucht halt nur die grüne Version. Genau, und wenn wir diese vier Items haben, haben wir quasi Punkt 21 abgeschlossen und können dann zu Punkt 22 kommen, wo wir sie dann gleich brauchen werden. Wir sind nämlich hier einmal in Arati Hochland, einmal hier Arati Hochland und dann hier ganz außen auf den Koordinaten 86, 73. Und hier müssen wir in ein Häuschen rein, ein Zwergenhaus, und da gibt es nur ein einziges. Und das betreten wir jetzt mal. Und wenn wir hier drin sind, gibt es hier rechts auf einem Tisch quasi hier eine Freundesliste. Und die klicken wir an. Und dann sehen wir quasi, ja, seine Freundesliste. Ist jetzt, könnt ihr euch durchlesen, ist für uns relativ irrelevant. So, dann haben wir hier so ein kleines Skelett. Wenn wir mit dem quatschen, passiert nichts. Wir können aber jetzt unsere Items anlegen. Eins, zwei, drei und Nummer vier. Und wenn wir jetzt mit ihm quatschen, dann hat er hier quasi eine, ja, einen Text, den wir anklicken können, wo wir mit ihm interagieren können. Und wir fragen ihn nach seinen Geheimnissen. Und er sagt quasi uns, dass er nicht weiß, von was wir reden. Und jetzt ist es so, dass hier nach dem Dialog eine zweite Notiz auftaucht, die vorher noch nicht da war. Und die können wir jetzt anklicken. Das ist nämlich seine Feindesliste. Und dort sind jetzt seine kompletten Feinde aufgelistet. Und ja, somit haben wir
Punkt 22 damit auch abgeschlossen. Und als nächstes müssen wir jetzt nämlich seine ganzen Feinde aufsuchen und seine Feinde quasi bestrafen. Das werden jetzt so die nächsten Punkte sein. Und dafür müssen wir uns aber erstmal noch ein paar Items besorgen, die wir gegen seine Feinde einsetzen müssen. Und diese Items gibt es nämlich von NPCs. Da können wir die kaufen. Und wir müssen jetzt erstmal verschiedene graue Items besorgen, die bei verschiedenen Händlern rund um die Welt verstreut sind. Und da werden wir uns dann gleich wiedersehen. So, dann kommen wir zu Schritt 23.1, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar müssen wir uns das erste Item holen. Wir brauchen hier insgesamt 4 Items von Händlern. Und dafür bin ich jetzt einmal im Nackrand auf der Scherbenwelt. Und zwar auf den Koordinaten 42, 42 in Halar. Und hier sollte gleich mal erwähnt sein, ihr müsst Halar einnehmen für eure Fraktion. Das macht ihr, indem ihr alle Wachen tötet und dann so einen Balken, also quasi euch in die Mitte stellt und so einen Balken durchlaufen lasst, bis der gefüllt ist. Dauert ziemlich lang, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, keine Ahnung, ich war hier eine Weile gestanden. Dann nehmt ihr es ein und dann erscheinen hier die Mobs. Und hier haben wir einen Mob, Koraile oder wie die heißt, und die verkauft uns ein Item. Und zwar heißt dieses Item Proximus Radius und das müssen wir uns kaufen. An der gleichen Stelle steht bei der Allianz auch der Typ. Ich habe ihn vorhin gesehen, weil ich habe ihn umgeboxt. Ja. Das hier ist eine ziemliche Warterei. Wenn ihr es nicht eingenommen habt, beziehungsweise gerade die gegnerische Fraktion es einnimmt, dann macht es wie ich. Portet euch hier weg, macht den Warm-Mode an oder aus, je nachdem, ob ihr ihn an oder aus hattet. Sprich, ihr müsst in das andere gehen und dann habt ihr quasi ein anderes Phasing und dann kann es vielleicht sein, dass ihr dort angreifen könnt und die, quasi diese PvP-Zone umwandeln könnt. Wenn ihr Warm-Mode aus habt, müsst ihr /PvP eingeben, um quasi auch mit dem PvP-Ziel hier interagieren zu können. Dann noch einen kleinen Tipp im Arati, was ich vorhin vergessen hatte. Wenn ihr vorher beim letzten Step im Arati-Hochland wart und hier den Mob nicht gesehen habt, beziehungsweise die Notiz nicht gesehen habt, dann liegt es daran, dass ihr im War-Mode Arati wart. Und dann müsst ihr hier unten zu der Sprechblase gehen, zu Zistormi, das umschalten und wieder in das alte Arati kommen, dass ihr quasi hier mit interagieren könnt, weil sonst seht ihr die Briefe nicht und auch dieses Skeletttyp ist nicht da. Also das vielleicht so als Tipp, wenn ihr da gerade Probleme hattet. Gut, okay, dann switchen wir zum nächsten Item. So, dann kommen wir zu 23.2 und zwar das zweite Item, was wir hier brauchen, ist ein einfacher Holzstab. Und den gibt es von vielen Händlern. Ich habe aber hier einen im Legion Dalaran gefunden, hier bei den Koordinaten 42, 38 in dem Inschriftenkundeladen. Und da verkauft uns der Pandaren-Händler einfach diesen einfachen Holzstab. Den kaufen und dann können wir weiter. Dann kommen wir zu 23.3 und zwar zum dritten Item. Und da sind wir jetzt einmal in den Grizzly-Hügeln in Nordend oben, bei den Koordinaten 35, 55. Und dort haben wir hier diesen Händler hier, Händler des Espenhains, und der verkauft uns einen durchlöcherten Pelz. Das ist das nächste Item, was wir brauchen. Und wichtig, was mir aufgefallen ist, wenn ihr so wie ich Addons drauf habt, die graue Items beim Händler verkaufen, wenn ihr sie nur anquatscht, macht diese Addons aus, weil diese Items sind teilweise grau und die sind dann weg. Ja? Ganz, ganz wichtig, die Items braucht ihr nachher noch, deswegen macht diese Addons aus, sonst verkauft ihr die immer wieder beim nächsten Händler, wo ihr hingeht, ne? Das war als kleiner Tipp am Rande. So, dann kommen wir jetzt zu Punkt 23.4 quasi. Und zwar müssen wir uns das letzte Item holen, hier Formelring Schlangen. Und ja, das bekommen wir hier im alten Karasan, also sprich den Eingang in Karasan unten rein. Hier unten, nicht den oberen. Und ihr müsst wirklich komplett nach oben, also sprich die ganzen Bosse unten umhauen, das Schach-Event machen und dann quasi bis hier hochlaufen, bis hier einmal, nicht das Schach-Event, sondern unten müsst ihr einmal die, ja, dieses Theater, Oper oder wie es auch immer heißt, machen. Und hier vorm Schach-Event, ne, ist quasi der Händler, der uns das Rezept verkauft und das ist dieser Astrale hier. Und wenn ich das einmal auf der Map zeigen soll, wir sind quasi, nee, das ist das Falsche. Wir kommen quasi hier von Arangemen, laufen wir hier hoch, an ihm vorbei, kommen dann hier in die obere Bibliothek, hier rein, hier rum und müssen runtergehen und nicht hoch. Hoch geht's hier nach Zunetagroll, runter geht's quasi hier zum Schach-Event weiter und hier in der Ecke steht quasi dann der NPC und der verkauft uns dann quasi das Rezept hier für den Ring. Das ist dieses, kostet 10 Gold, ne? Also ein bisschen Kohle solltet ihr mitbringen. Ja.
Das war es dann soweit. Jetzt können wir dann unsere Items quasi einsetzen. Jetzt haben wir nämlich alle vier. Achso, eins sollte ich euch noch erinnern. Ich habe mir vorhin in Dalaran den falschen Stab gekauft. Ich habe mir diesen weißen Stab gekauft. Ihr müsst euch den grauen kaufen. Und zwar ist es der raue Holzstab. Und nicht, ich weiß nicht, wie der andere hieß, auch irgendwas mit Holzstab, aber der war von weißer Qualität. Und das ist dann quasi der falsche. Also nehmt da den richtigen Stab mit an der Stelle. So, dann kommen wir zu Punkt 24. Und zwar sind wir jetzt einmal hier im Schattenhochland und dort sind wir auf den Koordinaten 28, 24 und wir müssen uns hier einen Mob suchen, den habe ich jetzt schon mal gemarkt, der heißt Aquinastras oder irgendwie so ähnlich, es ist der hier bei den Eiern und den müssen wir einmal hauen und zwar müssen wir slash slap eingeben und ihn ins Target nehmen, zack, wir hauen ihn quasi eine Ohrfeige. Und wichtig ist, wir müssen die Items im Inventar haben, ne? Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Er nimmt uns sogar kurz ins Target, seht ihr das? Okay, damit sind wir fertig und können dann zum nächsten weiter. Wir müssen uns jetzt halt die vier Feinde von ihm einmal damit bestrafen. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 25. Und zwar sind wir jetzt einmal in Desolace auf den Koordinaten 57, 47. Haben immer noch unsere vier Items im Inventar und da haben wir hier den Tauren, der genau in der Mitte von der Anlage steht. Und da müssen wir jetzt slash wave machen. Dann winken wir hier einmal quasi, wir machen es sicherheitsweise noch ein, zwei Mal, der nimmt uns auch ins Target. Und ja, das war's auch schon wieder, dann können wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 26. Und zwar sind wir jetzt hier einmal in Zuldrak und dort hier in der Mitte beim Lager bei den Koordinaten 40, 68. Und dort haben wir einen Mob, der heißt Nogar. Und ja, bei dem müssen wir jetzt hingehen und einmal slash Cheer eingeben. Und das machen wir jetzt mal ein, zwei Mal. Tastingo! So, haben wir das mal dreimal gemacht. Jetzt sind wir auf Nummer sicher gegangen. Und ja, dann müssen wir quasi noch einen letzten aussuchen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 28. Und zwar sind wir jetzt einmal im Kunlei-Gipfel. Und zwar ganz hier unten auf den Koordinaten 44, 90 bei dem Flugpunkt. Und da müsst ihr in dem Turm nach unten laufen. Und wenn ihr nach unten in dem Turm gelaufen seid, dann haben wir hier einen schmutzigen Krug, einen NPC. Und bei dem müssen wir dann slash dance machen. Also wir machen hier dann auch wieder den Chat einmal auf und machen slash, seht ihr das? Moment, slash dance. Dann tanzen wir mit ihm. Wir machen das jetzt mal ein, zwei Mal. Nochmal. Ihr könnt auch tanzen Deutsch machen, das ist egal. Also ihr müsst es nicht im Englischen basteln. Vielleicht gleich gehe ich mal aus der Gestalt raus. Nicht, dass das dann buggt. Okay. Sobald wir das gemacht haben, sind wir mit den Typen, den Feinden von ihm durch und können eigentlich wieder zurück zu unserem ursprünglichen NPC im Marathi Hochland. So, dann kommen wir zu Punkt 28. Der vorige war natürlich 27, da hatte ich mich einmal vertan, wurde ich eben im Stream darauf hingewiesen. Gut, jetzt ist es so, dass wir wieder zurück im Marathi Hochland sind, wieder bei der Hütte, wo wir vorher schon waren. Und jetzt müssen wir wieder reinlaufen und müssten einen neuen Dialog haben. Und da haben wir ihn. Wir müssen die Items anscheinend nicht wieder anziehen, ne? Genau, wir haben seinen Feind die Botschaft überbracht, ob wir jetzt das Geheimnis kriegen. Oh, ausgezeichnet, aber ich weiß trotzdem nicht, okay. Also, er weiß trotzdem nichts, aber jetzt haben wir hier eine neue Notiz. Die können wir anklicken. Und zwar das Lieblingsrezept. Und das ist quasi dann unser neuer Hinweis. Und wir können dann einmal weitergehen. So, dann kommen wir zu Punkt 29. Und zwar bin ich jetzt aus dem Haus rausgelaufen. Hinter dem Hütchen ist es. Wir sind jetzt nämlich genau hier auf den Koordinaten 88, 69. Und hier seht ihr, da sind diese Heudinger. Und hier in der Mitte liegt eine Kartoffel, ja, eine verfaulte. Und wenn ihr die anklickt, bekommt ihr hier einen Debuff, dass ihr 2 Minuten lang quasi, ne, riecht nach Kartoffel. Und diese Kartoffel müsst ihr jetzt anklicken. Und zwar jedes Mal, wenn ihr sie anklickt, kriegt ihr einen Stapel. Und ihr braucht genau 144 Stapel. Ja? So, ich habe jetzt genau 144 Stapel. Und ihr dürft keinen mehr und keinen weniger haben. Und jetzt müssen wir nämlich hier in das Haus wieder rein. Und wenn wir das machen, bekommen wir einen anderen Buff.
Und mit diesem anderen Buff, der 2 Minuten lang hält, können wir jetzt dann Step 30 machen. Und zwar müssen wir irgendwie hinters Haus und eine Schatzkiste finden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo diese Schatzkiste ist. Warte mal, vielleicht muss man anquatschen. Und dann. Ah, jetzt ist die Kiste da. Ah, man muss ihn noch anquatschen. Das habe ich verkackt. Perfekt. Okay, jetzt habe ich den Gürtel. So, Leute, ich muss jetzt ein bisschen suchen, weil ich es verkackt hatte. Ihr müsst den Typen anquatschen. Und sobald ihr ihn angequatscht habt, dann seht ihr oben die Kiste. Das war jetzt der Fehler bei mir. Ja, damit wären wir einmal durch mit dem Gürtel. Ich lege ihn jetzt mal an, beziehungsweise unten seht ihr ihn schon. Wir legen den Gürtel mal an und ich ziehe jetzt vielleicht auch mal wieder die richtigen Sachen an hier. Und dann können wir uns den Gürtel einmal ein bisschen näher anschauen, beziehungsweise hier sieht man ja auch, das ist einmal der Gürtel, den wir kriegen. Da ist quasi dann auch so eine Uhr dran. Warte, wir können mal ein bisschen näher rangehen. Hier seht ihr das. So sieht der Gürtel aus, recht cool. Hat quasi so ein Uhrwerk drin, das sich bewegt und glänzt halt so ein bisschen golden. Und diese Vorlage könnt ihr mit jeder Rüstungsklasse quasi einmal drauf transmoggen. Heißt sowohl mit Stoff, mit Leder, Schwerrüstung, Platte. Das ist egal. Das ist ein universell Transmog quasi. Also habt ihr da die Möglichkeit, das mit jeder Klasse zu machen. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Hat jetzt doch eine Weile gedauert, das Ganze durchzuspielen. Selbst mit dem, dass wir einen Mage als Support hatten, der uns hier ein bisschen rumgeportet hat. Ja. Was hat es denn jetzt gedauert? 2 Stunden, 3 Stunden, 3,5, irgendwie sowas um den Dreh war ich jetzt unterwegs. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich von euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.